Ja, Julian hat gerade seine Frisur zurechtgerückt, weil er hat gemeint, er sieht nur perfekt auf Kamera aus, wenn er auch eine perfekte Frisur hat. Und ohne Brille. Ohne Brille, genau. Sonst hat er eine Brille auf, aber heute jetzt nicht. Julian, super, dass du für das Interview zur Verfügung stehst. Vielen Dank dafür. Wie sieht es aus? Ein paar Worte zu deiner Person vielleicht. Ja, ich bin Julian, 29 Jahre jung, besser bekannt als Pelztierchen aus dem Forum und komme aus Ense. Hab heute Morgen eine Stunde hier gebraucht, um meine Armee hier zu präsentieren zu dürfen. Ja, wunderbar. Wie lange bist du schon dabei? Ich meine, ich weiß, du bist ein alter Sack, du bist schon lange dabei, aber seit wann bist du eigentlich überhaupt beim Hobby dabei? Ich bin bei dem Hobby zugekommen 2003 mit der Heftreihe De Agostini, die uns allen auch bekannt ist. Und habe dann ein paar Jahre später nach Heftchen sammeln dann auch mal gemerkt, dass es ein System dazu gibt und dann Figuren gekauft und Farben und dann bin ich auch zum Hobby gekommen. Du bist ja auch schon ein erfahrener Turnierspieler. Kannst du dich erinnern, was dein erstes Turnier war? Mein erstes Turnier dürfte Düsseldieb gewesen sein. 2008 nehme ich mal an. Ja, da kennen wir uns dann schon wirklich relativ lang. Da bin ich jetzt auch gerade überrascht. Gut, welche Armee hast du denn heute genau mitgebracht und warum hast du dich genau für die Armee entschieden? Ja, ich habe heute diese wunderschöne Mordor-Armee mitgebracht mit dem Thema Das Schwarze Tor. Hatte die beim letzten Turnier in Hahn auch dabei, bin ich letzter damit geworden und dachte mir, das ist ja dann die perfekte Armee dafür. Okay, stellst du dir vielleicht vor, was ist das für ein Ringgast, den du hier hast? Das ist der auch immer wieder heißt, der mit der Standarte, die 6 Zoll gilt. Der schwarze Marschall. Das könnte gut sein, ja. Dunkle Marschall, nicht schwarze Marschall. Dunkle Marschall, ja. Ich hatte mir die Option freigehalten und habe mich letztendlich für den entschieden. Ja, Hauptsache man erkennt, was er ist. Der hat hier Morgan Orks dabei in seinem Trupp. Erste Reihe ist Umbauten aus verschiedenen Helden, sind aber Krieger hier. Und hier hinten im Hintergrund sind immer noch einige 10 Soldaten von früher. Ja. Dann haben wir hier zur Linken den Schamanen, der einen kanalisierten Kampfrausch ausrufen wird. Ah, okay. Auch mit Morgan und Orks dabei. Hast du schon mal die Doppel-1 für den kanalisierten Kampfrausch gewürfelt? Nein, im Turnier noch nicht. Im Turnier noch nicht. Probewürfel natürlich schon. Ah, gut. Dann, also die Würfel direkt weggesteckt für heute dann, ja? Ja. Wunderbar. Wie sieht der dritte Kriegertrupp aus? Das ist ein Nazgul, genannt Peter. Peter? Okay. Der hat 2 Heldentum und seine ganz normalen 7 Willenskraftpunkte und hat auch ein Team von Ostlingen um sich herum geschart. Ostlinge? Von Morgan und Orks. Ah, Morgan und Orks. Gut, okay. Gut. Und was ist der Anführer von der Armee? Der Anführer ist dieser Schattenmensch hier. Okay. Ja, danke. Das ist die typische Frage, die Dana nicht mehr stellt, weil ich sie vergesse. Wenn ihr 3D habt, dann sieht das jetzt voll geil aus. Ja, haben wir noch nicht. Gut, du hast ja schon ein Spielchen gemacht und dir sicherlich schon ein bisschen die anderen Armee angeguckt. Was ist dein Eindruck? Wie sind die anderen Armeen so? Was denkst du drüber? Ja, sind ganz normale Turnierarmeen dabei, ein paar Überraschungen sind dabei. Da hinten sehen wir eine Armee aus dem Auenland. Sehr interessant, auch bei dieser komischen Konstellation mit den Anführern, sehr schwierig eine Armee daraus zu machen. Stellt sich, glaube ich, ganz gut. Meine eigene Armee hat leider das erste Spiel verloren gegen eine Zwergenarmee. Zwergen sind halt sehr verteidigungslastig und da kommen auch selbst Morgan und Orks mit Stärke 4 nicht durch. Eine andere Armee, Silas Armee, die kenne ich, Timos Armee habe ich auch schon mal gesehen. Okay. Alles gute Armee. Das heißt, das erste Spiel verloren. Wo stehst du denn aktuell? Weißt du schon irgendwas? Ich habe 9-3 Punkten verloren. Kann nicht sagen, wie das gewertet wird hier. Okay. Weiß ich auch noch nicht, wenn wir dann nachher auf jeden Fall im unteren Bereich der Tabelle. Dein Ziel für heute, wo möchtest du hin? Was ist deine Prognose? Was ist das Ergebnis, das du anstrebst? Mein Ergebnis auf Turnieren ist immer nicht letzter zu werden. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Du bist ja schon der Zweite, der uns das heute sagt. Ja? Also einer von euch beiden hat möglicherweise dann doch die Arschkarte gezogen, aber wir werden es ja sehen. Dein Tipp, wer wird heute das Turnier gewinnen? Ganz klar, Favorit ist für mich natürlich hier Silas. Silas, okay. Und der Olli hat auch eine gute Armee. Au, nein, das Blödsinn, das stimmt nicht. Ich viel Heldentum dabei, ich denke, das wird jetzt ordentlich rocken. Gut. Wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Aber nicht so viel Glück wie Silas. Die Frage ist, wem du mehr Glück wünschst an dieser Stelle. Gut, dann fasse ich nochmal ganz zusammen. Wir haben hier eine wunderschöne schwarze Torarmee, angeführt vom dunklen Marschall, geführt von Julian. Und Special Highlight ist Peter, unser Ringgeist. Finde ich total klasse. Wir hoffen, dass wir den Julian auch zukünftig immer auf den Turnieren begrüßen können. Er ist ein super Mitglied unserer Community. Und vielen Dank an dieser Stelle an Julian, dass er für dieses Interview zur Verfügung stand. Vielen Dank. Sehr wahrscheinlich gerne. Danke. Tschüss.